Hallo, herzlich willkommen bei A Plumber for All Seasons. This Time of Year heißt das Level 4S. Das Level, das in die Special World führt. Und wir haben es mit fliegenden, stachelbewehrten Pinguinen zu tun. Das behagt mir überhaupt nicht. Im Hintergrund sind die Nordlichter. Immerhin, das ist schön. Aber ich... Oh. Die sind auch nicht zerstörbar mit Panzern. Ja, ich gehe wieder vom Schlimmsten aus. Das letzte Level hat mir ja arge Schwierigkeiten bereitet. So, hier wird also viel Spin-Jumping nötig sein. Ja, gut, wer jetzt noch nicht geschnallt hat, dass man hier den A-Knopf drücken muss, wird doch sowieso schon regelmäßig gescheitert sein. Ja, genau. Das... Oh, so tief fliegst du. Genau, das ist also das Prinzip dieses Levels. Die Hindernisse überqueren, indem man spin-jumpt. Tödliches Eis. Ah! Oh, 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 jetzt habe ich vergessen, den A-Knopf zu drücken. Ah, ah! Oh, oh! Okay, ich muss mich mal hier ganz an den Rand stellen. Dankeschön. Wem habe ich jetzt Danke gesagt? Ich weiß nicht. Dem Pinguin, dass er mich vorbeigelassen hat. Gut, ja, wir sind jetzt also in sehr frostigen Regionen, wo Eis zu messerscharfen, dornenartigen Strukturen gerinnt. Das ist also hier, das sind Stalagmiten, Eiszapfen. Und hier muss man sowas machen. Oh, jetzt wird's sehr kompliziert. Oh, da habe ich mich doch tatsächlich um ein paar Millimeter vertan. Schade, bis dahin lief es doch ganz gut. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich wieder die Schnellspeichertaste einsetzen muss. So, ich bin in der Mitte des Levels angekommen. Hurra! Ja, das habe ich jetzt off-camera aufgenommen. In der ersten Hälfte findet man auch ein Cape, aber das habe ich natürlich wieder verloren. Aber jetzt habe ich die Feuerblume. Wenn es denn was nützt. Da, 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 da. Wow! Ja, ich weiß vorher immer nie, welche Plattformen bis ganz nach unten gehen. Oh, das war sehr dumm. Oh. So, war ich hier schon? Kann sein, kann nicht sein. Ah, hier war ich noch nicht. Nein, okay. Okay. Ja, holen wir uns doch ein paar Münzen. So. Ganz schwach. Nicht mal ein Pilz wartet hier auf mich. Okay, wo geht's hier weiter? Oh, ich sehe schon wieder kommen, dass ich hier auch sterben werde. Da gönne ich mir doch mal einen Speicherpunkt. Oder war ich hier doch schon? Weiß es gar nicht mehr. Ah, da ist ein Power-Up. Jetzt viel zu früh. Ich bin nicht mal mehr ein Timing-Experte. Ah! Ja. Mhm.
Als vorgezogenes Fazit kann ich mal festhalten, dass die Schwierigkeit doch ein bisschen höher als bei normal anzusetzen ist. Meiner bescheidenen Meinung nach. Ich glaube, das ist allgemein bei... Oh! Bei Super Mario... Achso. Bei SNB Central so, dass... Das ein bisschen... Ja. Bisschen... Niedriger bewertet wird. Also auch... Bei Hacks, die... Mit Hard angegeben sind, da... finden sich dann in den Kommentaren immer wieder Leute, die sagen, na, das ist doch eigentlich very hard. Und so ist es dann wahrscheinlich auch bei vielen, in Anführungszeichen, normalen Hacks, dass die... schon wieder vergessen zu Spinjump. Dass die dann doch eher... schwerer sind. Ob ich irgendwann noch mal hier hochkomme? Ach, verdammt. So. Oh. So, hier ist... New Stuff. Wo bin ich? Wo bin ich? Ganz am Ende. Ach so, ich habe schon getestet, ne? Du. Ach, ihr... Ah! Ich hatte doch ganz am Anfang mal probiert... Die Pinguine mit der Shell wegzukicken, das ging nicht. Na gut, so, dann der reguläre Pfad Arctic Circle, Level 4-3 der Winterwelt. Ah ja, das sieht auch wirklich aus wie im Polarkreis. Oh, sehr schön. Und wir haben wieder... Oh, wir haben es wieder mit der klassischen Unterwassermusik zu tun, die sehr beruhigend ist, aber auch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es sehr gefährlich ist. Also, nur für eine Münze ist dieser Block ja sehr gut bewacht. Oh, rotierende Eisblockblöcke. Das hat man so auch noch nicht gesehen. So, da oben ist wieder ein Abschnitt. Oder ja. Kann man da hin? Hm. Ah, hier besteht natürlich die Chance, zerquetscht zu werden. Das gibt den extra Kick. Nervenkitzel. Ah. Hm. Also hier kann man zerquetscht werden und oder aufgespießt werden. Ich habe Ersteres demonstriert. So, hier bin ich wieder. Und dieser Brocken hat mich letztes Mal erwischt. Und dazwischen bin ich auch noch einmal an der derselbe Fehler. Ja. Ich wollte gerade sagen, davor bin ich auch schon mal an einer anderen Stelle draufgegangen. Na gut. Noch ein Versuch. Bis gleich. Jetzt habe ich zwei Feuerblumen, aber das nützt mir auch nichts, denn wenn ich zerquetscht werde, werde ich zerquetscht. Oh Gott. Wie kommt man hier vorbei? Und... Aha. Gemein, ich kann mich nicht mal da durchpressen. Ich hab's geschafft. Ich bin vorbeigekommen. Wer weiß, wie lange ich überlebe. Erstmal muss ich hier hin. Das war jetzt richtig ärgerlich. Yay! Hallo. Weiter geht's. Ich bin immer noch groß. Ich weiß nicht, ob das eher hinderlich ist, weil ich natürlich dann eine größere Angriffsfläche biete.
Okay, was machen wir denn hier? Jetzt. Und, okay. Wieder probieren, an die Oberfläche zu schwimmen. Ich komme nicht raus, ist kein Eisloch. Hui. Oh mein Gott. So, ich glaube, es ist wieder Zeit für ein Safe State. Ist doch egal jetzt. Ja, hat sich gelohnt. Mario kriegt ja noch graue Haare hier rüber. So viel Stress. Aha, und hier? Unten durch, das schaffe ich nicht dafür. Bin ich zu langsam? Dann jetzt so? Nein? Oh Gott. Das ist ja schon auch recht anspruchsvoll hier gepuzzelt, zusammengebastelt, das Level. Ich habe Respekt davor. Gott, wie habe ich das überlebt? Midpoint! Komm! Oh, Dankeschön. Wow. Na gut. Und, oh, zum ersten Mal Autoscrolling. Dann habe ich noch weniger Zeit zum Überlegen. Vor allem weniger Zeit, um Umwege zu gehen, um die extra Münzen einzusammeln. Ah. Ech. Oh Gott. Wo sind sie, die Münzen? Vielleicht bin ich schon an einer vorbeigeschwommen. Hier ging es doch so nach unten. Durchaus möglich, dass ich eine verpasst habe. Ah. Ich wollte gerade sagen, läuft doch eigentlich ganz gut. Jetzt an dieser Stelle passt die beruhigende Musik überhaupt nicht mehr. Kleiner Eiswürfel kostet mich hier den Tod, das Leben. Aha, hier unten war noch eine. Gut, dass ich gestorben bin. Sonst hätte ich die nicht entdeckt. Hallo, ich bin wieder hier. Mir fehlen auch schon wieder die Worte. Ich stehe unter Hochspannung. Oh oh.
Da war eine Röhre. Oh Gott. Also wenn da das Level zu Ende ist, dann fehlt mir wieder eine Münze. Oh. Okay. Oder geht's noch weiter nach rechts? Da wartet noch was auf mich. Nein. Ah. Ah. Und? Ist hier noch eine? Oh, das Level ist noch lange nicht vorbei. Okay. Ein Speicherpunkt für mich. Und? Irgendwo? Nein? Ach, verdammt. Ah. Alles klar. Ich schwimme noch einmal alles durch. Ach, hier unten. Oh. Ja, gut. Ganz am Anfang des Levels. Das war gut. Ja, schön, dann geht's nächstes Mal weiter. Zwei Levels reichen für heute. Where the treetops glisten. Okay. Nächstes Mal ist da endgültig Weihnachten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.